Podcast Nummer 505 für den Lauf Nummer 17, 26,002. Für den Lauf Nummer 7, 26,688. Trainingszeit für die Startnummer 712, für den Lauf Nummer 7, 26,880. Das ist irgendwie. Das ist aber auch, glaube ich, so, wenn du jetzt eine andere Leitung hast. Weißt du, mal der, dann wieder der, dann wieder der. Ich bin natürlich auf der Bahn ein bisschen zurecht. Trainingszeit für die Startnummer 583, für den Lauf Nummer 13, 20,053. Ja. Ja, klar. Aber das, da muss ich das auch sagen. Und wenn ich das Ganze gegen denselben fahre, dann kann ich auch nicht kommen. Aber das war ja irgendwie, so wie du kannst ein Ding irgendwie schlagen. Jetzt muss ich eigentlich schnell filmen. Naja, aber was ist? Da brauchen wir nicht drin. Ja. Gesundheit geht schon noch vor. Trainingszeit für die Startnummer 705 für den Lauf Nummer 12. 48 für die Lauf Nummer 4, 25,895. Also die letzte
kürzeste Trainingszeit war für die Startnummer 1002. 27,954. Trainingszeit für die Startnummer 1004. 26,786. Na passt schon, das stört nicht. Das gehört dazu, tu ich nicht runter. Und ich habe jetzt Abzug, das ist halt schön. Ja, hä? Ja, oder? Ja, das hilft aber nicht, das ist wieder. Das kann nicht am Verhältnis stehen. Das ist. Ja, ist schon klar. Trainingszeit für den Start Nummer 706, für den Lauf Nummer 12, 29,039. Trainingszeit für die Startnummer 587, für die Laufnummer 7, 27,391. Trainingszeit für die Startnummer 714, für den Lauf Nummer 21, 29,720. Und dabei gehe ich davon aus, dass vielleicht wieder ein Rennwurst schon ist. Nein, ich stelle mich nicht. Trainingszeit für die Startnummer 104, für den Lauf Nummer 13, 25,091. Startnummer 1075 für den Lauf Nummer 3, 28,591. Startnummer 1123, für den Lauf Nummer 2, 29,091.
30 für den Lauf Nummer 10. Ach so. 23, 5, 3. Nummer 552 für den Lauf Nummer 6, 26, 0, 0, 2.